unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne. Oder? Wie Hieronymus Bergström Severin Olsen wieder in sein Amt als rechtmäßiger Bürgermeister von Glückshafen eingesetzt wurde. Zur Freude aller Einwohner der Stadt. Bis auf einen. Aufgeschrieben und gezeichnet von Jakob Martin Stritt. Aus dem Dänischen von Sigrid C. Engeler. Gelesen von Peter Kämpfe. Eine Produktion von Eagle Records. Die wichtigsten Personen in dieser Geschichte sind Bürgermeister Hieronymus Bergström Severin Olsen, der rechtmäßige Bürgermeister von Glückshafen, der seit einem Jahr verschwunden ist. Der Kater Mika und Sebastian, der kleine Elefant. Vizebürgermeister Knorzig, der immer wütend ist und alles bestimmen will. Professor Glykose und Dr. Pippenipp vom Atominstitut. Die schrecklichen Piraten und ihr Anführer Kapitän Kammenberg. Der fürchterliche Seedrache. Ein Odysseus Carlsen und die Bürger von Glückshafen. Glückshafen war eine schöne Stadt am Meer. Dort beginnt diese Geschichte. Den Menschen ging es gut und sie waren meistens fröhlich. In Glückshafen hatte man eigentlich nur zwei Probleme. Erstens, dass der Bürgermeister verschwunden war. Er hieß Hieronymus Bergström Severin Olsen. Die meisten nannten ihn einfach nur H.B. Und zweitens, dass der stets wütende und schlecht gelaunte Vizebürgermeister Knorzig das Sagen hatte. Er hatte befohlen, das schöne alte Rathaus abzureißen und ein hässliches neues zu bauen, in dem er sitzen und über alles bestimmen konnte. Alles abreißen hier, neu bauen. Jawohl, ich befehle das und so wird's gemacht.